So, weiter geht's. Man kann auch schön looten, also es gefällt mir ehrlich, Leute. Okay, ich glaube, das Stückchen hier kann ich nicht looten, aber ich kann es rumkicken. Hacky Sack. Okay, nein, ich glaube, das wäre technisch gesehen leicht ein Schöner. Plötze. Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Okay, Plötze. Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Hm. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Was heißt denn Kante? Okay, okay, ich merke schon. Und ordentlich Open World, also gefällt mir. Sehr schön. Der Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radovid-Reich, meinst du? Temerien und Adam gibt es nicht mehr. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Ja, ich glaube, hier läuft nicht mehr so viel. Laufplätze! Aber das Spiel sieht schön aus, meine Güte. Mir gefällt nicht wirklich, was ich sehe, aber die Auflösung, in der ich es sehe. So hatte ich mir das vorgestellt. Und da vorne ist irgendwas Feindliches. Laut der Karte, oder? Ja, dann ist auch irgendwas am Kotzen. Langsamer. Gehen wir? Hilfe! Hilfe! Oh, Scheiße. Was für ein verdammtes Fickvieh. Ist er weg? Ja. Komm raus. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Hm. Schaden kann's nicht. Ein paar Kronen können wir immer gebrauchen. Bin leider gerade schlecht bei Kasse. Die Nilfgaarder haben meinen Besitz beschlagnahmt. Und jetzt dies. Hier. Zurück zur Spur. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden?
Was kann schaden? Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Keine schlechte Idee, zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht. Schön kühl, direkt aus dem Keller. Gehen wir. Irgendwie freue ich mich überhaupt nicht, gegen den Greifen zu kämpfen. Habe ich relativ wenig Bock drauf. Beweg dich! Also, ein Greif so nah am Dorf? Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. Im Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Ja, lauf vors Pferd. Die Götter hoch über uns, der Kaiser weit weg. Dieser Greif ist eine echte Plage. Der Wachmeister ist verschwunden. Also haben die Leute einen Hexer, der auf den Berg geschnappt und verhört. Lauf, Plötze! Er hat gezappelt und geschrien. Komm, wir haben sie. Nicht so schnell, Plötze! Was? Nur war es so ein Ertrunkener, der dem Jungen entführt hat. Der Hexer hatte damit nichts. Das ist doch noch meinem Geschmack. Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Ein fieses Biest. Fies? Ihr Jäger habt leicht reden. Der hat Lena vielleicht zugerichtet. Die Arme ist halb tot. Aber jammern bringt nichts. Wie kann ich euch helfen? Mit einem Schnäpschen. Und du? Darf's was zu trinken sein? Was zu trinken sein, das ist eine gute Frage. Mich interessiert diese Greifengeschichte. Ich wette, da steckt ordentlich gutes Kopfgeld dahinter. Ich meine, wenn er die ganze Stadt terrorisiert, werden die den sicher tot sehen wollen, oder? Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Yes! Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade. Wir hätten was tun können. Aber nicht umsonst. Blöde Sache. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen.
Schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und, es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeere. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Die ganzen Arschlöcher fragen. Ja, da habe ich ja Bock drauf. Trotzdem danke. Danke. Für alles. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frage ich nach Yennefer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch, solange sie nicht die Ernte verbrennen. Oh, Drommle, Drommle. Du bist dümmer als ein Hahn ohne Kopf. Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Okay, die haben da wohl keinen Bock drauf. Verschwendete schon Worte. Weg. Für euresgleichen habe ich keine Zeit. Schlau. Wir für deinesgleichen auch nicht. Siehst du, haben wir alles davon. Wechsel. Nochmal. Es gibt 4 Farben. 4 was? Farben, Gruppen, Sorten. Wie Kreuz und Pik. Nur hat jede Farbe ihre eigenen Bildkarten. Außerdem gibt es Spezialkarten. Willst du nicht lieber Krieg spielen? Bis du das Spiel in meinen Kopf gekriegt hast, geht doch die Sonne auf. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. So. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Albert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Gerald von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Die was? Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwind? Nein, hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Ah, fuck it. Warum nicht? Wunderbar. Also, es funktioniert so. Meine Fresse, das ist ja schon mal kompliziert. Warte mal, kann ich jetzt schon eine Karte ziehen oder nicht?
So. Oh, was ist das denn für ein Scheiß-Move? Spielt er so ziemlich dieselbe Karte wie ich. Geht ja nicht. So, ich müsste irgendwo auch eine Karte ziehen können, oder bin ich gerade blöd? Ich check's noch nicht ganz, aber es erinnert mich so ein kleines bisschen an Magic the Gathering. Oder Gathering, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Gott verdammt. Das Konzept gefällt mir jetzt schon mal. Ich habe zwar noch keine Ahnung, wie genau so alles funktioniert, aber... Das sieht doch gut aus. Das wäre jetzt mal hart unnötig. Toll, die Fähigkeit ist immer voll kacke. Der hat überhaupt keine Belagerungskarten, was bringt mir das denn? Ah, ich passe, fuck it. Okay, langsam verstehe ich's. Es zieht sich ein bisschen, aber ich verstehe es. Ich kann nichts ziehen, nirgendwo. Oder zieht man einfach automatisch jeden Zug? Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wofür eine Karte zählt, das ist echt bitter. Ich passe. Ah, okay. Gewonnen, cool. Das Konzept gefällt mir, ich muss nur erstmal ganz auf die Reihe kriegen. Sieh an, du hast ein Händchen für dieses Spiel. Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stjepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber Gewinn spielt er wie kein Zweiter. Ich denke dran. Danke.
Ja, aber geholfen hat mir das jetzt auch nicht. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Warum habe ich das Gefühl, dass das vergiftet ist oder so ein Scheiß? Ich meine, es ist Krieg, da lädt man nicht einfach irgendeinen Fremden auf den Schnaps ein. Das ist gruselig. Eigentlich trinke ich nicht mit Fremden. Komm, ich weiß, dass dies ein übler Ort ist. Du könntest der Verdauung zuliebe ein Gläschen trinken. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Ja, okay. Ist nur ein bisschen gruselig. Damit komme ich klar. Was ist dein Beruf? Wer bist du? Ein schäbiger Vagabund. Gaunter Odim. Zu deinen Diensten. Vagabund? Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler. Die rasende Menge nannte mich Spiegelmeister und Mann des Glases. Gut, das hilft mir jetzt auch nicht weiter, aber okay. Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Geralt von Riva selbst, den Schlechter von Blaviken. Na, kennt man halt, ne? Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit. Aber jetzt kommen wir zur Sache, Alter. Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, storymäßig. Geht dich nichts an. Ja, ich als Vagabund verdiene keine Erklärung. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, ja, ich weiß, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Das wäre doch nicht schlecht. So, wir haben jetzt schon überraschend viel Zeit in der Taverne hier verbracht. Ich würde sagen, es wird jetzt erstmal Zeit für einen Cut und wir sehen uns dann demnächst. Bis dann.